Herzlich willkommen zurück, ihr Schunkulen Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Mein Name heißt Andreas und ich begrüße euch zu Folge Nummer 25 unserer Let's Play-Serie Lasst uns Gold verdienen für und wie Casuals, Einsteigerinnen und Einsteiger, WoW-Anfänger, Neulinge, Rückkehrer, alle, die Bock haben, mich dabei zu begleiten, in Echtzeit hier die Charts zu leveln, etwas aufzubauen, Sachen zu farmen, in das Auktionshaus zu stellen und zu verkaufen. Ich bedanke mich ausdrücklich für euren fantastischen Support. Ja, durch eure Resonanz macht es so viel Spaß, das hier weiterzumachen. Freut mich, wenn ich einige von euch inspirieren konnte, selber ein bisschen was zu machen, einzusteigen. Und die Playliste wird jetzt ausgebaut. Folge Nummer 25. Playliste wird verlinkt. Ihr kennt die Prozedur jetzt schon. Und Prozedur heißt, wir gehen auch direkt gleich in das Thema Auktionen und TSM. Mal gucken, was wir rausgeholt haben. Seit der letzten Folge war ich jetzt auch knapp 2 Tage offline, also ich bin froh, dass ich so weit vorausproduziert habe, denn gestern war so ein Tag, da habe ich nichts gemacht, da habe ich keinen Bock gehabt auf Zocken, auf Rechner, auf irgendwas und dafür ist es so wunderbar, hier ein bisschen was im Pool zu haben an Folgen. Also, die Nummer 25, ihr kennt diese Geschichten, das sind die Rahmenbedingungen, wer jetzt mittendrin einsteigt, fangt bei der Playliste gerne weiter vorne an. Wir sind bei 41.924 Gold. Heute schreibe ich schon hin, 60 Minuten, das reicht. Wir machen eine Stunde Session und ich möchte zielgerichtet, das ergibt sich dann auch hier durch das Thumbnail, das Thema BC weiter leveln und angehen. Also ruhig den Hordejäger ein bisschen weiterspielen, weil er ganz gut vorankommt und dann haben wir den nächsten Charakter auf Level 20. Vorher aber, das gehört jetzt dazu, gucken wir uns die Auktionen an. Es wird jetzt alles ausgelaufen sein, weil es sowieso nur 24 Stunden hielt und das Ganze jetzt irgendwie 40 Stunden plus oder sowas her ist. So. Wollen wir mal gucken. Also ich habe jetzt auch noch keine Ahnung, was uns erwartet. Und mal gucken, was wir gleich sortieren müssen. 41.924. So, wir haben ein bisschen was verkauft, aber ihr seht, es sind meistens und überwiegend Materialien. Ob wir irgendwas an BOE-Items verkauft haben, wird man dann sehen. Und es sind also 311 Auktionen oder 311 Mails haben wir. Es ist alles abgelaufen. $600 durch Materialien. Naja gut, ne? Besser als nix. Inventar ist voll, ja. Und jetzt den ganzen Fez wieder nachstellen. Ihr kennt das schon. Alles hier markieren. Die Sachen brauche ich nicht. Dann stellen wir nach. Oh, 144. Das heißt, wir kommen sowieso in den Throttle rein. Wir kommen. Ich nehme diese ganzen kleinen Gruppen hier erstmal weg. Die machen wir dann zum Schluss hier, den Daddelkram. Dass er nicht hier sofort überfordert ist. Dann sind es erstmal 47 Gegenstände. Ja, bei dem perlenbesetzten Speer überlege ich noch, ob das zu viel ist, diese, also Items für einen fünfstelligen Goldbetrag zu verkaufen. Dafür braucht ihr ein gutes Argument üblicherweise. Ein gutes Argument heißt, das muss schon wirklich so was von hervorstechen. So. Und ich finde diesen perlenbesetzten Speer in der Optik ganz nett, aber ich lasse den vielleicht nicht ewig in diesen Preisregionen. Vielleicht ziehe ich den nochmal in eine andere Schublade, nur mal kleiner. 29.000, vielleicht noch kleiner, mal gucken. Man will das Zeug ja irgendwie auch verkaufen. Also ihr seht, an BOE Transmog habe ich anscheinend gar nichts verkauft. Und das soll dann auch mal dokumentieren, dass das der Normalzustand ist. Ne? In den ganzen Verkaufschannels, in den Discords, in diesen ganzen Sales, Snipes und sowas, kommen immer nur die Erfolgsstories und das sind dann Umsätze, das sind ja keine Profite. Ja? Das sind dann oft geflippte Items, gefarmte Items kann man sagen, ja, das sind ja irgendwie schon Profit, weil man die Spielzeit ja, reingehauen hat, Opportunitätskosten, ne? Zwinker-Smiley, so. Und das ist der Normalzustand, so und diese Geschichten, ihr seht hier schon überall, wo Unterbieter Wettbewerber ist. Das sind jetzt zum Teil Zeitpunkt, wenn man diese Folge hier guckt. Vielen Dank an die Kanalsupporter, Kanalmitglieder.
Die haben jetzt schon Zugriff auf Folge, was sind wir denn dann? 28, 29 schon so die Ecke. Und der Punkt ist, dass ich natürlich hier Sachen zeige, die dann viele von euch nachmachen. Das soll auch so sein. Aber bevor ich jetzt hier minutenlang an Auktionshausarbeit verliere, weil ich keine Cancel Relist Scans mache, die ihr dann bitte macht, ne? Also ihr baut das bitte ein, wenn ihr euch morgens einloggt, mittags, nachmittags, abends, wann auch immer, ja, sobald ihr nochmal pennen geht, nochmal die ganzen Auktionen durchscannen. Und das sind dann also Geschichten, da habe ich jetzt erstmal wenig Chancen, weil ich die 24 Stunden stehen lasse und dann eben nicht mehr anfangen, hier Realist-Scans zu machen. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen. Vielen Dank für eure Resonanz. Ich habe, glaube ich, bis jetzt alle Kommentare auch unter diesen ganzen Videos bisher beantwortet. Es ist so, dass einige von euch wirklich auch nur diese eine Stunde am Tag maximal haben im Schnitt. Manche spielen die Woche gar nicht, haben am Wochenende ihre 3 bis 4 Stunden im Block, die sie spielen. Dann sind wir also bei einer Stunde täglich gerechnet. Dann ist meine Schätzung ja gar nicht so schlecht. So. Und ihr seht schon, unterbiete Wettbewerber, der ist dann immer schon Konkurrenz. Und dann bin ich, nachdem die Folge durch ist, wahrscheinlich schon unterboten worden. Das ist dann aber so. Idealerweise macht ihr das Gold. Ja, und ich habe schon gelesen, dass einige von euch so das auf unterschiedlichste Weise nachgemacht haben, ein paar andere Sachen probiert haben, inspiriert durch das hier. Und genau so soll das sein. Das erhoffe ich mir ja. Das ist ja genau mein Ziel, euch zu inspirieren. Ihr sollt hier mehr Gold machen als ich, ja? Wenn ich in der Gesamtrangliste aller von euch, ja, wenn jetzt hier 100, 200 Leute von euch mitmachen und das irgendwie auch so probieren und ich bin am Ende Platz 200, ist alles in Ordnung, wenn 199 von euch sagen, ey, mir hat das echt Gold gebracht und mehr Gold als die, Andreas, ja, dann ist doch alles in Ordnung. Muster Murloc-Schuppengürtel, also ihr seht, ich habe hier Daddeldu für 19 Gold, hier Akolytenschuhe 24 Gold, Efeuscherbe. Also 695 Gold, das war diesmal jetzt wenig. Wir haben jetzt immerhin 42.000 Gold stabilisiert, ja, alles gut. Aber das wird jetzt Gold pro Stunde mäßig einen ganz kleinen Tick schlechter. Ich glaube nicht, dass ich das hier jetzt ohne weiteres jetzt nochmal verbessern kann. Da müsste ich jetzt schon Top-Loot haben. Das wäre ja schön. Gucken wir gleich mal, sobald wir uns umloggen auf den Jäger. Ja, dann haben wir jetzt hier knapp 10 Minuten dieses hier Prolog und Prozedur und diese Sachen. Und ihr seht, das kostet ein bisschen Zeit. Es kostet einfach ein bisschen Zeit. Wow, 132 Gegenstände. Das heißt, da kommen wir jetzt schon in den Throttle. Ich breche das ab. Das habe ich total unterschätzt. Ne, ist auch noch zu viel. Wow. 91 ist auch noch zu viel. Ich komme jetzt sowieso schon in den Throttle rein. Naja, ich lasse es jetzt durchlaufen. Ja, Stiefel. Regionsverkaufspreis 600 Gold. Die habe ich jetzt für 4000 drin. Also vielleicht. Also ich will und möchte jetzt hier auch nicht künstlich dumpen tatsächlich. Ne? Ich könnte jetzt hier diese ganzen Geschichten, die man beim. Die ganzen Geschichten, die man beim Händler kauft. Jetzt hat er kurzen Aussetzer gehabt. Im Video, das hatten wir im Stream schon. Ich sagte schon, ich habe nur bei World of Warcraft dieses Problem. Ich kann hier alle anderen AAA-Games mit Grafik am Anschlag, mit Raytracing und Path Tracing durchziehen. Nur WoW zickt bei mir rum. Und ich kann euch nicht sagen, was es ist. Ich weiß es aber nicht. So, aber die Aufnahme läuft hier weiter. Vielleicht habt ihr gerade einen kurzen Aussetzer gehabt. Wenn ihr den Aussetzer nur in der Videoaufnahme habt, ist alles in Ordnung, ja? Dann ist es nicht schlimm. So, genau, um den Gedanken zu Ende zu bringen. Ich will das jetzt auch nicht künstlich dumpen, ne? Ich könnte jetzt sagen, so, ich setze jetzt ein Zeichen, ich werde jetzt überall unterboten. Ich setze jetzt hier diese weißen Händler-Items. Auf 50 Gold ist sowieso alles Netto-Profit. So. Könnte man machen, ja? Also, da kann man jetzt dann moralisch diskutieren, aber dem Grunde nach könnte man ja sagen: Naja, wenn das mehr wert ist, dann können mich ja alle anderen rauskaufen wieder. So, das will ich jetzt aber hier in dieser Serie natürlich nun auch nicht irgendwie absichtlich forcieren.
für diejenigen, die auf dem Server sind. Ja, wenn ihr das da verkauft und könnt den Preis stabil halten, wunderbar. Es gibt immer Leute, die kennen die Sachen nicht und kaufen sie. Das sind eure Kunden. Ist hier nochmal 36. So, dann haben wir das nämlich gleich durch. Seht schon, da sind schon ein paar Sachen unter Mindestpreis hier, ne? Bei diesen ganzen hier orange. Das heißt, die werden dann irgendwo im einstelligen Goldbereich stehen. Jetzt möchte ich gleich mal gucken, ob wir die stellt er doch eigentlich nicht ein. Ich habe, glaube ich, gesagt, dann nicht auktionieren, ne? Also man kann sie zum Mindestpreis einstellen. Oder man kann es dann lassen. Da will ich mal kurz bei den Operationen schauen. Auctioning, was haben wir hier? Bis 49 und bloß weg. Genau, keine Items auktionieren. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Die Regentasche bauen wir natürlich auch nicht mit ein. Tomahawk 49 bloß weg. Was haben wir denn hier? Dervish Cape ist bei 4 Gold irgendwas. So, und da klinke ich mich dann aus. Ja, also da klinke ich mich dann aus. Das wollte ich nochmal genau hier nachvollziehen. Pedrops Crafting haben wir gesagt. Genau, ne? Da ist so 4 Gold 90. Da sieht man jetzt natürlich offensichtlich, ne? Also unter 4,90 wird Andreas hier nichts mehr einstellen. Aber soll auch nicht sein. Soll auch nicht sein. So. Hier, die könnte ich jetzt nochmal ein bisschen runtersetzen, gucken, ob sich irgendwas ändert. Wenn ich jetzt auch sage, hier 4 Gold 90. Bei diesen kleinen und bei den 98er, 99er, na, da lasse ich das tatsächlich mal. So, da haut er jetzt das Dervish Cape hier noch rein. Und das war's. So, und diese restlichen Geschichten, die könnte ich jetzt schon wieder fast wegschicken und sagen, alles klar. Da werde ich jetzt eh nicht mehr groß was machen. Und das geht jetzt wieder an den Ork-Jäger. Dann habe ich hier das Inventar ein bisschen leerer. Denn bei den Sachen bin ich jetzt sowieso ja schon raus aus dem Rennen. Okay, das gefällt mir jetzt schon wieder gut. 42616 insgesamt, aber 42424 auf dem Charakter. So, und dann gehen wir jetzt auf den Ork-Jäger. Haben wir gesagt, ein bisschen eine kleine Runde Horde nochmal spielen. Genau. Wie sieht's denn eigentlich aus? Oh, Quest hatten wir abgeschlossen. Hier oben haben wir noch die Teufelskanonen. Zed Gor, das ist hier unten. Und dann gibt es hier noch einen Questblock. Also ein bisschen, was haben wir? Es gab auch ein bisschen Erfahrungsbonus, wie man sieht. Auch schön. Ja, was nehmen wir? Dann nehmen wir doch hier die Brustrüstung, weil ich da bisher nur Schlons hatte. Im Stream habe ich ja Beastmaster gespielt, vielleicht mache ich das hier auch. Ich glaube, Tierherrschaft macht schon Laune, gerade ja mit diesen exotischen Viechern. Warum nicht? Warum nicht? Also, was können wir gucken? Genau, tödlichen Schuss behalte ich mal. Tötungsbefehl, Bahnbrecher. Das ist nicht verkehrt. Mit dem kritischen Schaden von tödlicher Schuss. Genau, hier ist das Cobra-Schoss dann. Passive Fokuserzeugung. Stachelpfeil ist hier wichtig. Erhöht den maximalen Fokus. Schaden, das kann ich später machen. Erhöht Schaden und Heilung der Fähigkeiten eures Begleiters 30%. Okay. Genau, dafür spielt man ja Beastmaster eigentlich, ne?
Dann müssen wir mal wieder da ganz nach oben. Und ab Level 20 gibt es dann schnelleres Reittempo. Ganz gucken, ob das hier mit den. Mach das mal für mich ein klein bisschen lauter. Wir haben noch hier auch wieder Bergbaukräuterkunde, ne? Genau. Das ist in Ordnung. Beastmaster ist definitiv die entspanntere Variante. Ordentlicher Killspeed und wie gesagt, das ohne Erdblut. So, taugen die eigentlich was? 1300 Gold. Handgelenk, never ever. Das sind so Sachen, ihr Lieben, die würde ich tatsächlich unterbieten. Also das ist... das passt überhaupt nicht. Also das Scherbenwelt-Bracket ist eher überfarmt. Ich habe jetzt gesehen, auf manchen Servern erholen sich die Preise, aber ihr braucht schon wirklich gute Drops. Mit gute Drops meine ich, die optisch was taugen, dass die Leute sagen, okay, dafür zahle ich Gold. Was die Transmog-Bibliothek angeht, ich habe nach wie vor das Gefühl, dass die Preise halt, ich merke das halt auch auf meinen Main-Servern, es ist einfach too much. Und es fällt auch mir teilweise schwer, einfach deutlich runter zu gehen. Und deutlich runter heißt wirklich Richtung Regionsverkaufspreis. So, und das, weil ich das gerade eingeblendet hatte, wenn ihr die hier nehmt. 52 ist der Regionsverkaufspreis. Das ist immer sehr niedrig, weil doch viele Snipes irgendwie drin sind. Leute das manchmal zu tief einstellen. Oder Leute sagen, okay, wenn das so günstig ist, kaufe ich das da raus. So, und wenn man dann die Diskrepanz sieht, die auf dem Server möchten jetzt hier zwei Kolleginnen und Kollegen... über 1000 Gold haben für Armschienen, die sich bei allen TSM-Usern nur für 50 Gold und ein Apple und ein Ei verkaufen. Schwierig. Es ist wirklich schwierig. So, Bergsilbersalbei wollte ich noch mitnehmen. Auch wenn ich jetzt da nur Halme kriege, aber es sind XP. Genau, dass der 19. Geburtstag von WoW-Buff immer noch zieht, ist natürlich auch nett.
So, und Sangermarschen zur Quest mit euch habe ich auch Bock, weil es da auch ganz gute Farmplätze gibt. Ist schön weitläufiges Gebiet. Aber meistens Spaß macht das alles natürlich, sobald man fliegen kann, ne? Ganz klar. So, genau. Das da oben kann jetzt ein bisschen anstrengend werden. Komme ich eigentlich auch von, warte mal, von der Seite hin? Bin mir nicht ganz sicher. Auf der Karte hier sieht es erstmal so aus, aber hier glaube ich nicht. Ne? Man kommt da nicht ganz nach. Ah, kommt man nicht. Müssen wir wieder am Rande hoch. Zum Rande hoch. Oder war das hier? Achso, doch, hier über dieses. Oder so. Kill XP nehmen wir mit. Und Schluckhäffchen. Eigentlich sehe ich gerne auch mal eine Teufelseisenader um die Ecke, aber. Ich hole mir die ganzen. Alles, was hier Aggro machen kann, was hier zu dicht in der Nähe ist. Zu dicht in der Nähe ist auch gut, ne? Ja, Leuchtfeuer. So weit, so gut. So, was nehmen wir dann hier? Maximaler Fokus hilft auf jeden Fall auch. Tier, ruft zusätzlich das erste Tier aus eurem Stall herbei. Nehmen wir erstmal den hier. Was? Ach so. Hab mich totgestellt. Was, ich wollte sagen, was hat er denn jetzt? Das scheint ja verbuggt zu sein. Aber nein. Das war mein Gefehle gerade. Ja, tödlicher Schuss haut echt rein. Nur kurz mal looten, weil hier ziemlich schnell Respawn ist. Man lässt ja nicht noch irgendwie immer so einen Ranzen fallen hier, oder ist das woanders? Die haben wir aber, ist dann... Das ist für die Allianz. Vielleicht verwechsel ich das. Gibt es ja nicht für die Allianz immer noch eine Quest? Hm. Anscheinend nicht. Na gut, zwei Begleiter habe ich ja tatsächlich auch schon. Was hat er für ein Problem? Und nochmals danke an alle, die hier sich die Folgen auch wirklich angucken die ganze Zeit und nebenbei. Ich glaube, das ist dann doch nicht ganz ohne, ne? Eine Stunde irgendwie noch zu konsumieren.
Genau. Gerade wenn man das immer nur so in kleineren Schüben guckt. Aber wir waren uns ja einig, dass man in 30-Minuten-Folgen dies auch mal wieder geben kann in Zukunft, dass ich wirklich nur eine 30-Minuten-Session habe. Wenn ich gewisse Farmspots zeige, nehme ich mir die vielleicht nur eine halbe Stunde vor. 30 Minuten irgendwo hinstellen, einfach nur rumballern, dann vielleicht auch ohne TSM-Auktion, sondern 30 Minuten netto wirklich farmen. Das mag dann auch mal kommen. Da muss man eigentlich nachher noch mal hin zu den Terrorbestien. Dann mache ich mal kurz hier dieses, die Scherbenwelt ist doof. Kann man die eigentlich... Doch, das ist ein Wildtier. Diese Terror-Eber, die sind eigentlich auch ganz... Kann ich den zähmen oder muss ich den anderen erst wieder freigeben? Doch, haut hin. Die Questreihenfolge ist ja fast egal, wir gehen hier mal querfeld ein. Hier hinten ist auch eine richtig schöne Mobdichte, da ist auch viel los, aber ich mache mal das hier mit den Schreddersatzteilen. Wir können mal gucken, ob die, da eine Kiste steht, wenn eine Kiste gespawnt ist. Deswegen ist Fliegen hier besser. Okay, keine Kiste. Wir nehmen uns mal die Schredder-Ersatzteile vor. Bitte was? Drei. Ach stimmt, die kann man da hinten sammeln. Aber die liegen bei den Kollegen hier auch rum. Und hier mitten in der Pampa. Und ich dachte, die lassen auch noch mal eine Quest fallen. Deswegen säbel ich die gerade um. Aber das werden, wir dann ja sehen. Knarz. So eine schöne Waffe, wenn man ganz nett, ne? Muffige Lederrüstung hier für 4 Gold. Da kann man sich natürlich schon überlegen, ob ich diese Sachen überhaupt noch einstelle oder rüberschicke zum Auktionieren. Also ich würde jetzt schon mal so ganz, ganz, ganz langsam anfangen mit gewissen Filtern. Um einfach diese Minuten nachher zu reduzieren, die man braucht bei dem, Einstellen. Da muss ich mal eben gucken. Was ist das? Okay. Okay, okay, okay. Und idealerweise, ich sagte, ihr wollt nachher 1000 Items haben, aber dann auch wirklich die, die ihr dann nachher für mindestens gute dreistellige Beträge verkaufen könnt und nicht so 40, 50, 60 Gold-Crap. Das ist am Anfang, nimmt man das alles mit, aber nachher wollt ihr euch wirklich spezialisieren. So, dann kann man auch die rauslassen. Also wenn ihr sagt, ihr habt einfach ausgewählt 200 Transmog-Items, die gehen, starten mal 1000 Gold und enden mal 200.000 Gold, dann ist es auch okay, ne? Also ganz klar, weil das dann wirklich Sales sind, die dann auch Spaß machen. Man muss sich nicht um 1000 Items kümmern. Für mich ist es so, dass es aber nett ist, dass man laufend Sales hat. Dass man wirklich alles, was man gefarmt hat, reinhaut.
Und das Ganze dann liquidiert. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Ja, das Kasseklingeln, das macht dann ja Laune im Hintergrund. Aber irgendwann kann man aus Gründen des Handlings dann auch sagen, gut, ist das vielleicht wirklich zu viel des Guten? Muss das sein? Ach, die kommt vorher noch, diese. Aha. Ach, das ist für die Allianzler, glaube ich, dieses Fühlen im Dunkeln. Kann das sein? Dann müssen wir das gar nicht machen. Die Allianz darf hier in dem Eber-Scheiß wühlen. Und wir nicht? Oder kommt das für uns auch noch? Denn das ist die Allianz. Ja. Die Fellianz. Wollte ich ja beide Factions gerne spielen. Also ich gehöre zu denen, die von Anfang an eigentlich beides mochten. Also ich bin jetzt nicht eher lieber Allianz als Horde, lieber Horde als Allianz. Macht alles irgendwie Spaß. Also und es hat sich ja die letzten Jahre auch ziemlich aufgelöst, muss man wirklich sagen, ne? Diese Faction-Thematik und es gibt immer diesen gemeinsamen Feind. So, guten Tag, ich soll dich befreien. Manni. Du alter Hühnerschräger. Weiter geht's. Aber Moment, wieso hat man. Doch, Knurren, warum hat er das hier nicht in der Leiste? Das verstehe ich immer nicht. Knurrenangriff bleiben. Muss ich das hier ran? Ah! Und Sport. Ah, I see. Also insofern, man kann aber das Pad erst losschicken, aber das dauert mir immer zu lange. Also. Das. Prescht er da vorne. So, endlich Erz. Brauchen wir wieder ein paar Erze hier. Na, wenn ich schon in den Titel hau hier. PC-Stuff. Stuff. XP und Farm. Dann würde ich natürlich auch die Erze mitnehmen. Haben wir die? Ja, gefasst. Und wieder zurück. Diesmal melde ich auch keine Instanz an. So, und ich will in die hohen 30er Level, um so ein paar. Ein paar kleine Farms schon zu zeigen, die man dann auch solo machen kann. Da kann man schon mal irgendwie loslegen und den Lagerbestand ein bisschen auffüllen. Denn viele dieser Transmog-Geschichten, die ich da jetzt habe, die sind halt nicht relevant. Ich weiß aber, dass das, was ich gezeigt habe, gerade die Sachen, die ich mit dem Goblin gekauft habe,
dass zum Zeitpunkt dieses Videos haben mir Leute gesagt, dass sie das ver... Kommt das jetzt doch? Ach, jetzt kommt das doch in diesem... Dieser Teufel zum Pfeife, habe ich mir schon gedacht. Es kommt doch in diese Drecksarbeit. Und ich mach mich noch über die Allianz lustig, ne? Ja, genau. Gestank. Ihr riecht seltsam. Ja, guter Metabolismus hier, muss man sagen. Super Stoffwechsel. Abgenackter Knochen. 950 Gold. Das wären wieder die Geschichten. Damit könnte man ein bisschen Gold tauschen. Ne, also die Einstellung im Auktionshaus mit einem anderen Charakter kaufen, bekommt ihr das Gold dann auf dem anderen Spieler. Oder dort, wo ihr es hinhaben wollt, minus 5% Auktionshausgebühr. So, jetzt müssen wir in die Mine. Ich habe mich schon gefragt, wann wir denn hier eigentlich mal... Da war doch was, da müssen wir doch mal rein hier, oder nicht? Ja, jetzt. Ja, wahrscheinlich ist er jetzt genau zerlegt worden. Maid des Schmerzes. Findet man im Lexikon noch unter Ehefrau. No hate, ja? No joke. Ja, /S. So, gleich Level 20. Wir brauchen Zeit hier, meine Damen und Herren. So, ist wieder gespawnt. Dann geht's hier mal wieder zurück. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Höllenfeuerinsel abquesten. Mal sehen, weil Zangemarschen echt so Laune machen und da auch so eine Verdichtung an Quests ist, die mir sehr gut gefällt. Vielleicht machen wir hier unten hier diesen Falkenwacht-Quest-Hub. Da überlege ich nochmal... Jedenfalls sind wir gleich Level 20.
Das war meine Hoffnung, dass wir das in dieser Session schaffen. Session schaffen. Sehr souverän. Hat funktioniert. Wunderbar. So, jetzt können wir auch ein bisschen schneller galoppieren. Natürlich, ja, im Profibaum für die von Freudentaumel. Ja, das ist. Freudentaumel ist ganz gut. Nachher auch für das Farmen, wenn man ein bisschen einsteckt. Einfach, weil man hier, seht ihr, ne, 30% bei uns und 100% dem Begleiter. Das ist gerade fürs Tanken der Begleiter richtig sinnvoll. Das könnten wir eigentlich mal. Weiter Richtung Süden hier gehen. Der nächste Charakter bei Level 20. Aber ja, wir haben ja einen Tag netto Spielzeit, dann jetzt auch hinter uns. Das ist auch schon allerhand. Und zum Glück sind wir so schnell. Wenn wir jetzt nicht abgemountet werden, kommt man jetzt hier immer besser durch. Das war mit diesen 60% echt nicht ganz so einfach. Aber hier können wir jetzt einfach hier lang pesen. Können jetzt hier auch die PvP-Quest machen. Aber da steht man dann auch nur rum. Auf jeden Fall mal hier Krone Rückenbrecher. Den besuchen wir, weil es auf dem Weg liegt. Und dann muss ich gleich gucken, dass ich nicht in die Allianzfestung reite. Da links habt ihr schon gesehen, ist die Hordenfestung. Die Niederlassung. Das lag jetzt fast auf dem Weg. Und jetzt gehen wir einmal hier in den Süden, holen uns dann einen Flugpunkt. Was sind das alles für Quests hier noch? Achso, Höllenfeuerbollwerk. Handelsposten. Okay, ist auch viel. Halt, was ist hier? Hier. Teufelseisen. Das nehmen wir mit. Alleine schon, weil Urfeuer bzw. Feuerpartikel ziemlich wertstabil sind. Steht bei 27 Gold. Das ist nachher, ja, sobald ihr skalieren könnt, ist das nicht mehr vielleicht ganz so interessant, aber. Wenn wir uns jetzt die echten Gold pro Stunde angucken und das in Relation setzen, ne, wo sind wir? Bei 1700 Gold pro Stunde, ja. Dann sind ja schon 8 verkaufte Urfeuer. Das ist 8 Urfeuer dann farmen. Und dann würde man das irgendwie schon halten. Plus das, was man noch an Loot drumherum bekommt. Und Trash-Loot und was man verkaufen kann. Hast du nicht gesehen. Hier nehme ich jetzt erstmal komplett blind alles an. Ich habe einzigartige Waren. So. Oh, hat er in der Tat. Die nehmen wir doch beide mal mit. Taugt hier sonst noch irgendwas? Hier 7 Silber. Was ist das denn hier, der Streitkolben? Das nehmen wir mal alles mit. Warum für ein paar Silber, ne? Alles mitnehmen. Also Falisch Sonnenweide. Das müssen wir jetzt ja wieder aufschreiben. Falkenwacht. Der Kollege heißt Falesch. Falesch Sonnenweide. Und was er uns verkauft. Sind die beiden Geschichten. Also die weißen Items natürlich auch. Die habe ich jetzt nicht separat aufgeführt, ne? Aber das sind immer die Limited Vendor Items hier. Die kann ich ja mal hier, weil die grün sind.
Und direkt mal abspeichern wieder. Ja, dann haben wir irgendwann mal dokumentiert über die ganzen Wochen, worauf wir hier so stoßen. Und das ist wieder Zeug fürs Auktionshaus. Und damit kann ich dann die anderen Sachen ein bisschen rausschmeißen. Was benötigt ihr? Machen wir das mal hier zum Gast. Zum neuen Gasthaus. Bisschen Ortswechsel. Bisschen Blutelfenkollegen mal Moin sagen. Verbandsausbilderin. Welchen Verband denn? Den Ork Farm Verband. Flugpunkt nicht vergessen, das wäre jetzt ein bisschen bescheuert gewesen. Also gibt es auch einiges an Quests. Müssen wir nach oben? Über die Translocation. Tod allen Widersacher, na gut. Das kann man so natürlich angehen. Geben wir die hier erstmal ab, seltsame Waffe. Ja, dann haben wir die. Dann haben wir die erstmal fertig. Was fertig ist, abgeben. Ja, ich überlege gerade, ziehe ich den jetzt erstmal durch? Also bei dem Charakter erstmal ein bisschen bleiben. Den Auktionshaus-Char will ich dann natürlich auch weiter leveln und sowas. Aber die anderen Char sammeln jetzt erstmal XP. Oh! Mittag der Wilde. Das muss ich mal gucken. Hier. Oh, ob ich den jetzt verpasse. So, jetzt müsste man fliegen können. Oh, ärgerlich. Das nervt mich jetzt. Jetzt einen Flugmount haben. Ich meine, wir haben ein ganz gutes Reittempo. Ich mache mich gleich mal in die Richtung da. Er scheint ja in den Süd-Südosten zu rennen. Ja, ja, ja. Das machen wir alles. Ja, 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 ja. Das Anliegen des Kriegshäuptlings. So, kann sein, dass er jetzt hier die Richtung geht. Ob wir den da jetzt noch erwischen. Ich probiere es mal. Dann wäre ja schön, wenn wir on screen hier auch eine schon coole Loot-Action auch mal sehen. So, der Kollege ist hier irgendwie rumgewandert, aber... Das ist jetzt ärgerlich. Wo geht er denn lang? Geht er denn hier durch? Ich weiß es nicht. Es könnte natürlich hinkommen. Ja, 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 Nervkopf. Deswegen ist Fliegen so wichtig.
Oder haben wir ihn schon überholt? Bin ich jetzt zu schnell? Wenn wir Pech haben, wurde er dann auch gekillt. Das kann ganz schnell gehen. Hier ist auch immer ein bisschen Flugbetrieb. Wenn wir Pech haben, dann habe ich ihn da jetzt verpasst. Nehmen wir zumindest hier Teufelseisenvorkommen mit. Und der nächste Heinz hier. Ach, ärgerlich, ich glaube. Nee, schon zu weit. Ich merke, das stinkt mir, ne? Weil das so, die haben halt. Die Rare Mobs sind halt sehr interessant für die Drops, eben weil man die nicht so ohne weiteres farmen kann, die dann auch ihre Respawn-Zeiten haben und. Den hätte ich gerne mitgenommen. Sproink. Genau, hier sind wir schon lang. Ah, okay. Pech. Ich gehe jetzt nochmal in die andere Route da lang. In der Hoffnung, dass er hier doch noch irgendwie rumstromert und ich mich einfach vertan habe und verpeilt in der Richtung. Was? Wo, 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 wo? Da oben! Oh, da oben ist er. Wo ist er? Da. So, jetzt werde ich auch guten Loot sehen. Dann wird das ein guter Folgenabschluss. Dann hat sich der ganze Wahnsinn gelohnt und mein Genöle. So, gibt auch noch ein Achievement. Schön, dass man sich nach 18 Jahren noch über so einen Scheiß freut, ne? Wer von euch hat Scheiß gesagt? So. Schön, dass ich mich so freue, ja? Dämonengeschmiedete Halsberge des Feuersturms für nur 500 Gold drin. Wieso für so wenig? Das kann man noch flippen. Will ich jetzt aus taktischen Gründen mal noch nicht einzustellen. Vorlage nicht gesammelt. 6. Die ist unterhalb des Regionsverkaufspreises. Was ist das denn? Macht gar keinen Sinn. Ja, aber gut. Ich meine, wir sind jetzt bei 54 Minuten. Wir können da noch mal schauen. Dann rate ich jetzt doch noch mal hier oben in den Bereich. Toll, habe ich mich so gefreut. Und dann, naja gut, vielleicht investiere ich sogar. Ich meine, es sind nur 500 Gold, ne? Wie gesagt, es ist ein Rare Mob und es ist zumindest unter Regionsverkaufspreis. Das ist der Punkt, der mich jetzt tatsächlich so ein bisschen ins Grübeln bringt. Ich habe ja jetzt noch nicht so viel Gold für die Verhältnisse, das was ich machen möchte, aber manchmal macht es auch Sinn zu investieren, vielleicht kaufe ich die gleich raus. Weil ich das tatsächlich, sparsam finde.
Ansonsten seht ihr dann ja bei diesem Gedankenprozess, ist ja diese Debatte um die Einstellpreise valide, wenn man sagt, pass auf, drückt die Sachen zum Regionsverkaufspreis rein oder sogar ein bisschen drunter, weil man dann, jetzt, das seht ihr in meinem Falle, die anderen Kolleginnen und Kollegen im Auktionshaus ein bisschen triggern kann, nämlich, kaufe ich das raus oder nicht? Sollte ich es jetzt für die Bibliothek? Es ist ein Rare Mob. Regionsverkaufspreise über 600 Gold. Da wird es dann schon im Vergleich ein bisschen wärmer. Das klingt erstmal gar nicht viel, aber guckt mal bitte. Ihr habt gesehen vorhin diese, die anderen grünen Sachen, die ich hier hatte. Oder habe ich schon mal das Tagebuch? Diese Armschiene, die waren bei 500 Gold. Regionsverkaufspreis. Ja, 52 Gold. Hier 252 Gold, 167, 35 Gold, 471, 143 Gold, 256 Gold, 489. Nur der Speer hat jetzt mehr, der Speer hat mehr, aber ihr seht, das ist schon, achtet mal drauf, bei dem, was ihr so lootet, wie viele Sachen wirklich 600 oder 700 Gold und mehr Regionsverkaufspreis haben. Das ist schon eine Nummer im Vergleich, ne? Also für Sachen, so die man dann auch für eine kleine vierstellige Summe einstellen könnte. So, und ich brauche auf jeden Fall Mehrfachschuss. Also hier fehlt mir gerade super AOE, merke ich gerade. So, und die muss ich gar nicht mehr umnieten hier. So, aber ja, dann porte ich mich hier zurück. Wir haben 57 Minuten, ich will die Sache noch einstellen. Ich sagte ja, ich will gucken, dass wir zeitlich so in dem Rahmen einfach bleiben, damit das nicht zu sehr ausufert in den Stunden, man sagen kann, so Andreas, naja, ne, bei den 100 Stunden, die er da gemacht hat, da in seinem ganzen Let's Play, netto waren das aber eher 115 oder sowas, ne, das möchte ich dann auch vermeiden. Also es soll schon halbwegs plausibel sein. Auktionsmann. So, achso, ne, genau die nicht. So, die schicken wir hin. Das sind die Sachen, die ich hier alle gekauft hatte. Die schicken wir hin. Die Halsbaggers gucke ich mir gleich mal an. Die Erze verkaufe ich, das verkaufe ich hier. Löwenfleisch. Hm, genau. Löwenfleisch können wir uns auch nochmal angucken. So, das ist hier Crab, das haue ich schon raus hier. Stumpfe Plattenstiefel, ja, die stelle ich jetzt auch nochmal rein. Ist in Ordnung. Netherstoff, Händlerverkaufspreis 8 Silber, Min-Sofortkaufspreis 9 Silber. Ihr seht schon, das sind Sachen. Ist jetzt auch irgendwie nicht der Burner. Wir behalten aber auf jeden Fall nochmal, also die Erdpartikel, die Halme behalten wir, das behalten wir. Nasserstoff, genau, da habe ich es. Nasserstoff behalten wir. So, und der Rest hier, das kann alles weg. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Euer Gold ist hier willkommen. So, die hier ist so ein Scheiß, die Kettenweste, so die haue ich auch gar nicht mehr ins Auktionshaus. Das lohnt sich alles schon gar nicht mehr. So, wir loggen uns jetzt hier 4 um. Die ewige Sonne leitet uns. Und hauen ein paar Sachen wieder in unsere Bibliothek, die wir jetzt einstellen. So, die erste Maßnahme aber tatsächlich.
Was? Marktwert 168%. Gebot. Stunden. Oder jetzt für 500 rauskaufen. Es sind 500, egal. Was sind 500 Gold nach hinten raus? Und jetzt hauen wir die ganzen Geschichten mal wieder in die Gruppen. So, die drainische Übungsklinge, Kriegsklinge. Wie gesagt, man will es ja auch nicht übertreiben. 799. Die unterbiete ich normal. So, und die Heilsberg, auch hier will ich jetzt nicht übertreiben, so die setze ich jetzt mal rein für 2500. So. So, die Armschienen finde ich für, also für viel zu viel Gold reingehauen. 1300, never ever. Never, also könnt ihr gerne flippen. 399. Reicht. Die Axt. $7,99, Löwenfleisch ist EU-Mats. Die Kampfklaue. $899. Wobei, also $999. Die Streitaxt. Die würde ich normal unterbieten. Nutzt das schon jemand meine Gruppen? Ja, ich sehe das mittlerweile häufiger. Also gewisse Preisobergrenzen finde ich sehr, sehr putzig. Aber sehr gut. Also wenn das funktioniert für euch, sehr gerne. Oh, den nehme ich mal. Da kriegt man mehr für. So, da kriegt man 8000 für. Stumpfe Plattenstiefel. Ja, das ist jetzt auch schon eher hier Crap. Und der Streitkolben hier. Oh, 1800 finde ich. Gehen wir mit. Okay, gehen wir mit. So. Auktionieren. Ich mich verklickt. $8000. So. Bam, 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 bam. Stelle ich jetzt nochmal die einzelnen hier Zottelkappe. Ja, unterbiete ich normal. Wilddornrose. Nehme ich hier diese, die bisschen höhere die Preistreppe. 93 Silber. 14 Gold, 14, 13. Ja, nehmen wir auch mit. Kleine rangfüßige Muschel. Unterbieten wir normal. 35 Gold Feuerpartikel, da hat wohl jemand resettet. Kann uns ja nicht schaden. Adamantiterz, 250. Sind immer nur so ein paar Silber, ne? Aber deswegen, ich nehme absichtlich immer noch so ein bisschen die Silber mit und gehe nicht diese kompletten Dumping-Festivals mit. Und slotte mich dann gerne so ein ganz kleines Stück darüber ein. So, damit haben wir 42.163 Gold. 42.163 Gold. Wir haben 25 Stunden. 42.1663 G. Nun habe ich ja auch eingekauft. Ich habe was investiert. Durch 25.686 Gold. So, dass das jetzt einfach schon mal abgespeichert ist. Und dann sind wir nämlich heute mit dieser Folge durch. Und ich nehme jetzt mal die kleineren Gruppen weg. Aber wir können mal gucken, einmal einen Abbruchscan. Nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie aktiv jetzt hier der Server ist. Es ist ja ein neuer Spielerinnen- und Spieler-Server. Und das geht sogar noch, also bei den High-End, bei den Full-Pop-High- und Full-Pop-Servern. Hättet ihr jetzt hier schon locker ein Dutzend rot. Ja, also das ist der Unterschied. Wenn ihr Auktionshaus campen könnt und ihr habt sogar einen zweiten Account, geht ihr auf die vollen Server.
viel größere Nachfrage, aber auch mehr Konkurrenz. Aber ihr könnt natürlich gegen diese Nachfrage besser arbeiten, wenn ihr eure Auktionen bekämpfen könnt. So, hier ist es jetzt so, hier bin ich jetzt zumindest innerhalb einer Stunde jetzt noch nicht komplett hier unterboten worden. Ich komme jetzt schon in den Throttle rein. Also es gibt Schlimmeres. Es gibt tatsächlich Schlimmeres. Und das war eine gute Folge bisher. Ja, ich mal gucken, ob... ich habe jetzt erstmal 500 Gold investiert. Im Zweifel habe ich es hier für meine Vorlage. Und wir leveln nächstes Mal Folge 26 weiter. Danke fürs Einschalten. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank an die Kanalmitglieder. Und vielen Dank für diese super positive Resonanz, dass euch das Spaß macht. Ist mir das Wichtigste. Das ist die entscheidende Werbung. Und wir haben eine Stunde wieder geschafft. Ich freue mich mit euch auf die Folge 26. Und ja, vielleicht wieder ein bisschen guten Loot. Den wünsche ich auf jeden Fall euch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube, das war's. Tschüss.